Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, eine gute Nachricht haben wir dieses Mal leider nicht. Für die zwei vorgestellten Fundkätzchen vom vergangenen Freitag haben sich keine Besitzer gemeldet und auch leider keine Interessenten gefunden. Das junge Katerchen und die schwarze Mieze möchten dringend neue Reviere erkunden. Heute stellen wir den Schäfer und Mischling Balu vor. Der freundliche Rüde musste im Tierheim abgegeben werden, weil seine Besitzer in eine neue Wohnung gezogen sind, wo man Hunde nicht erlaubt. Es ist für ein Rudeltier sehr schlimm, wenn es aus dem Rudel ausgestoßen wird. Ausschluss aus dem Rudel bedeutet für Wölfe oft den Tod. Und diese Angst haben unsere Hunde noch in den Genen. Man kann sich also gut vorstellen, wie sich der arme Balu jetzt fühlt. Deshalb soll er so schnell wie möglich neue Menschen finden, die ihm wieder Struktur, Liebe und Sicherheit geben. Balu wurde im Januar 2014 geboren und lebte bislang in einer Familie. Laut deren Angaben kommt er gut mit Kindern zurecht. In der Arche Noah verträgt er sich mit Katzen und Hunden mag er auch. Bei Rüden bellt er manchmal. Da muss man ausprobieren, ob die Chemie stimmt. Es wurde angegeben, dass Balu sehr wachsam ist und nicht so gern Auto fährt. Das kann man aber mit ihm üben. Der kleine Schäferhund-Mischling ist agil und lernwillig. Er ist zu den weiblichen Mitarbeitern des Tierheims sehr freundlich und freut sich über jede Art Beschäftigung. Bei Männern reagiert Balu anfangs ängstlich und bellt sie auch manchmal an. Vielleicht hat er schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht. Böse wird er jedenfalls nicht und beim näheren Kennenlernen bricht das Eis schnell. Balu wäre ein geeigneter Familienhund, sagt Tierheim-Mitarbeiterin Annika Kleenhammer. Balu ist gern überall dabei und wird seinem neuen Rudel sicher viel Freude ins Leben bringen. Für den lustigen, liebenswerten Balu wäre es sehr wichtig, wenn er bald die richtigen Menschen für sich findet.